Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender des unrasierten Apostels der Liebe. In diesem Jahr 2021 lese ich ja aus verschiedenen Andachten, aus Bibelleseplänen vor, aus der YouVersion Bible App. Und das Besondere an dieser Weihnachtswunderzeit ist das, was wir in 1. Johannes 4, Vers 10 lesen, nämlich das Einzigartige an dieser Liebe, also an Gottes Liebe zu uns ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt, einfach so. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Gott hat uns schon geliebt, bevor wir ihn geliebt haben. Er hat seinen Sohn für uns gegeben. Jesus ist für uns gestorben. Er hat einen qualvollen Tod auf sich genommen, damit wir frei von unserer Schuld in Beziehung mit Gott leben können. Gibt es eine größere Liebe, als sein Leben für andere zu geben? Wenn du erkennst, wie groß Gottes Liebe für dich ist, dann fällt es dir auch leicht, diese Liebe weiterzugeben oder sagen wir vielleicht leichter. Nimm diese Liebe von Gott heute nochmal ganz neu und ganz bewusst für dich an. Egal in welchen Umständen du dich gerade befindest, egal wie nah oder fern du dich gerade von einem Gott spürst. Danke Gott für diese unbeschreibliche Liebe und vielleicht tust du erst einmal so, als ob. Und schaust mal, was daraufhin passiert. Und dann gehst du weiter in den Tag hinein und nimmst bewusst wahr, wem du diese Liebe weitergeben könntest. Und zwar kannst du dir ja vorher schon überlegen, wie du das auch ganz praktisch machen könntest. Meine Freunde Frank Bonkowski und Thomas Klappstein sagen ja immer, eine praktische Möglichkeit, Liebe an Weihnachten zu verschenken, ist ja, sich dieses Buch zu besorgen, Weihnachtswunderzeit, das Thomas Klappstein und Frank Bonkowski zusammen mit Micky Wiese, also mit mir, geschrieben haben und es jemandem zu schenken. Das wäre eine praktische Möglichkeit, denn wer ein Geschenk bekommt, der fühlt sich doch irgendwie auch geliebt. Und ich möchte darauf hinweisen, dass es zur Weihnachtszeit jetzt im Moment dieses fantastische Buch für 99 Cent als E-Book gibt. Also, kleiner Werbeblock sei gestattet. Ich freue mich darauf, wenn du Gottes Liebe erleben kannst heute ganz praktisch, wenn sie dich durchrieselt wie ein warmer Schauer und freue mich darauf, morgen mit dir das nächste Hoffnungstürchen des literarischen Adventskalenders 2021 zu öffnen. Bis dann.